Guten Morgen und herzlich willkommen, wenn wir wissen, dass wir morgen Hurricane bekommen. Also wenn wäre unser Wetterbericht so gut, das wäre schon genial. Weil die sagen dann so, morgen wird es regnen. Sonne scheint, morgen scheint die Sonne, regnet. Ich weiß nicht, warum die es bis heute nicht hinbekommen. Aber naja, trotzdem, jeder glaubt an den Weihnachtsmann. Mit dabei Master Sheep, hallo. Hallo. Und boah. Ich habe vergessen, ein Geschenk für Sarah mitzunehmen. Nein! Nein! Und die Tiere sind jetzt wieder unglücklich. Ich hab gar nicht darauf geachtet, ob die schon wieder glücklich waren. Die Geräuschkulisse ist ja fürchterlich. Ja, das ist total schön. Und Lisa, man hört Lisas Stimme. Oh, Lisa. Jo, und jetzt war's jetzt. Mit Sarah können wir nicht mehr irgendwas spielen. Nicht mal Ching Shang Chong oder so. Das ist immer so sinnlos in Harvest Moon. Die Zeit vergeht ja nicht mal. Das stimmt, im Haus, das ist ja aber was Gutes an Harvest Moon, das ist eine gute Sache, wenn im Haus die Zeit nicht vergeht, weil dann hat man immer so Möglichkeit, wenigstens da sich drum zu kümmern, weil sonst vergeht sie ja viel zu schnell. Ja, aber in diesem Falle finde ich, manchmal denke ich so, jetzt möchte ich den Tag irgendwie verbringen, setze ich mich vom Fernseher, lese ein paar Bücher, aber es passiert nichts. Man hätte irgendwie machen können, das ist diese Kleinigkeiten, finde ich auch, die ein Spiel besser machen würden, würde man einfach mit Sarah, und was hast du so vor, dass man sagt, lass uns ein bisschen reden oder lass uns schlafen gehen oder irgend sowas, dass man so Pluspunkte oder so mit ihr machen kann und eine kleine Szene kommt. Aber nein, man kann nur zu Bett gehen. Ja. Oh, warte kurz. Sarah sagt, guten Morgen, Geld. Danke, Sarah, hallo. Ich habe Blumensamen am Strand gefunden. Der Taifun brachte sie hierher. Die Bewohner sagten, du kannst sie haben. Bitteschön. Danke. Ich guck gleich mal. Ja, das ist ja aber vollkommen egal. Ne? Im zweiten Jahr. Ich guck mal, was haben wir denn für Blumensamen bekommen? Oder überhaupt da? Nicht solche, wie Hero sie immer bringt. Ja, leider. Die können wir eh nicht anbauen, also ist es egal. Dann gucken wir mal, ob alles kaputt gegangen ist. Hero ist ja auch so ein bisschen, ich liebe Hero, aber wenn ihr das Spiel spielen solltet, nehmt einen großen Hund. Ich wiederhole mich. Aber Hero bringt so gesehen gar nichts. Leider nein. Würden die Blumen dann wirklich was bringen, wäre es ja wieder was ganz anderes gewesen. Richtig. Und meistens bringt er was, was man eh nicht anbauen kann. Also, hier oben hat der Taifun nur eins weggehauen. Ich hasse es, dass der Taifun die Weizen weghaut. Also, verschwinden lässt. Weil meine Weizen sind jetzt schon so viel weniger geworden. Das ist so kacke, da komme ich nicht auf 99 sonst. Naja. Und ich würde da was ganz anderes stellen. Ich bin so ein Perfektionist, was die Felder, das Felderdesign angeht. Das muss alles symmetrisch sein. Und wenn da dann ein so ein Feld fehlt, das macht mich wahnsinnig. Achso, ja, das ist deshalb, finde ich auch. Ich meine, okay, in diesem Spiel übertreiben sie nicht so doll. Es geht. Oh, warte kurz. Aber es nervt trotzdem. Und dieses nicht. Und das. Ich finde es schlimmer bei dem Spiel, dass die Tiere unglücklich werden. Weil das nimmt dir so viel weg. Ah ja, du bist ja gezwungen, die nicht zu füttern immer. Ja, genau, du kannst nichts machen. Und das ist zum Kotzen. So, ich glaube, wir haben genug Wassermelonen, das heißt, ich kann die alle eigentlich kaputt machen. Ja, Wassermelonen hatten wir genug. So, in anderen Harvest Moons ist es ja wenig so, dass die Tiere jetzt mal ein oder zwei Tage aushalten. Oder dann dennoch noch was geben. Ja, genau, dass sie nicht sofort unglücklich werden, sondern so ein bisschen so, ich bin ein bisschen pissig, aber es geht noch. Oder bei Sonnenscheininsel hier, da gibt es wenigstens von Anfang an die Möglichkeit, den Wichteln zu sagen, die ich nie hinbekommen habe, die Wichtel. Also man kriegt ja neue Wichtel, wenn man den Geschenke bringt, aber ich habe es nie geschafft. Ich habe es in der Zeit nicht hinbekommen. Naja, und dass man denen sagen kann, ja, ein Taifun, es wird angesagt und es kommt auf jeden Fall. Und dann kann man denen sagen, ja, kümmert euch morgen bitte mal meine Tiere. Und dann tun sie das auch im Taifun, und dann werden sie nicht unglücklich. Das ist dann sowas, da hat man wenigstens eine Chance noch. Aber hier, Tiere sind auch nicht so empfindlich, mein Gott. Und warum kann man nicht einfach rausgehen, wenn es stürmt? Ich meine, ich sehe draußen nie irgendwie was kaputt gehen. Naja, ich wünsche einfach ein bisschen mehr Rollenspielelemente, wenn man das so sagen darf, oder Aufbauelemente beim Harvest Moon. Naja, kommen wir zum anderen Thema. Was hast du denn noch so... Was hast du dir dann in den letzten Tagen so, wo hast du Gedanken gemacht, wo hast du drüber nachgedacht? Du stellst Fragen. Denkst du nicht? Ja.
Du hast ja so ein Thema angesprochen mit Lizenzen. Ich glaube, das war in deinem Interview mit den Lizenzen über das, zum Beispiel dein Lotus-Geschirr, das du da erwähnt hattest. Ah, ja. Patente und so, ja. Da habe ich schon viel drüber nachgedacht im Vergleich zur Videospielbranche, die ja eigentlich ziemlich frei handeln kann, was ist mit den, wie heißen sie gleich? Nicht Lizenzen, Patenten? Sind die? Oder was? Copyright-geschützte Sachen. Ah, okay, ja, ja, klar. Da müssen sie ja trotzdem die Rechte einkaufen, ne? Genau, die Rechte dafür. Aber das ist für die ja deutlich einfacher. Und da sieht man mal den Fortschritt im Vergleich zu Kinect und allem. Und wir müssen immer noch auf der Tastatur oder mit der Maus drauf rumhämmern. Ach so, du meinst, da hätten wir auch schon viel weiter sein können und müssten nicht die gleiche Tastatur wie vor 10 Jahren benutzen. Ja, genau. Ich denke, es geht deutlich innovativer als so eine klappernde, kaputtgehende Tastatur. Also ich weiß nicht, wie du da Erfahrung hast, aber meine Tastatur ist immer sehr laut. Genau, das verstehe ich auch nicht. Ich suche schon seit einem Jahr jetzt oder so okay, meine Tastatur ist einigermaßen leise, bloß das Problem ist, meine Tastatur ist mir aufgefallen, ist irgendwie, macht Probleme mit dem Sound. Immer wenn ich auf meine Tastatur drücke, gibt es ein Knarzen und der Computer stockt. Super, okay. Scheiße. Das heißt, ich habe mir eine extra Tastatur geholt, die ich anschließen muss, wenn ich irgendwas spielen möchte. Und das ist seltsam. Und seit einem Jahr suche ich eine Maus, die keine Geräusche macht. Und immer wenn ich jemanden frage, kennst du da was? Nö, meine Mäuse machen immer Klickgeräusche. Ja, aber ich möchte keine Klickgeräusche. Das nervt beim Aufnehmen. Ja, klar. Das hört man immer wieder in den Let's Players sehen. Das sind aber auch die Großen, die da immer noch keine Lösung gegen das Problem gefunden haben. Ja, das ist super nervtötend. Ich habe mal bei den teureren geguckt im Laden. Das Schaf kann nicht geschert werden, weil es unglücklich ist. Natürlich. So. Und selbst die teureren machen dieses dumme Klickgeräusch. Naja, vielleicht ist es wie mit dem Auto. Vielleicht wollen die Leute, oder beim Staubsauger, die Leute wollen unbedingt ein Geräusch hören. Aber mein Gott, ich merke doch, wenn ich klicke. Naja. Aber du hast recht, das heißt, wir könnten so ein bisschen. Kennst du Minority Report, den Film? Ich hatte gerade. Wie bitte? Ist er gerade weg. Und weg ist er. Nein, bei Minority Report ist es so. Bist du wieder da? Tut mir leid. Bist du wieder da? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Verdammt. Geht alles wieder? Bei dem Film ist es nämlich so. Ich glaube, er connectet gerade noch. Okay. Und bei dem Film ist es so, Keanu Reeves, glaube ich, ist das, der das spielt oder so. Oder nee, warte, wer hat da nochmal mitgespielt? Naja, auf jeden Fall hat er seinen Computerbildschirm in der Luft und bewegt das so mit Handschuhen. Und damals hatten die das schon so ein bisschen im Sinn. Und ich glaube, das ist auch nicht so das Problem, dass man das nicht hinbekommt. Nur man kann die Xbox ja auch schon komplett mit Kinect lenken. Ja, aber Kinect soll nicht so genau sein, wie man es sich wünscht. Ich habe es mal ausprobiert bei einem Freund. Also kaufen würde ich es mir nicht, aber es ist schon faszinierend, wie genau es man schon ist, wenn man so diesen Körper kalibriert und der wirklich deinen Körper da darstellt. Ja, nee, klar, es ist die nächste Möglichkeit. Nur ich habe zum Beispiel gelesen, es war ein bisschen so wie damals mit der Wii, wo gesagt wurde, oh, deine Bewegung wird übertragen. Und später kam raus, das ist eigentlich voll falsch. Eigentlich ist da nur sowas, es wird nur deine eventuelle Bewegung übertragen. Und dann haben sie auch gesagt, du musst diesen extra Licht darüber haben, diese Lichtleiste oder zwei Kerzen oder sowas, damit er weiß, wo du gerade stehst. Das heißt, es wurde ein bisschen übertrieben, so wie beim 3DS, ne? Und dann kam Kinect und ich dachte, oh mein Gott, aber ich war dann durch die Wii so ein bisschen am, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Und dann habe ich gelesen, dass in dem Teil schon vorgefertigt menschliche Bewegungsmuster gespeichert sind. Und dann wird nur geguckt, welchen Bewegungsmuster stimmt das überein. Das heißt, wird kurz abgepasst, verstehst du? Mhm. Und so gesehen erkennt er dich nicht wirklich, sondern erkennt nur, wie du gerade stehst oder dich bewegst. Und so, glaube ich, wird man jeden Tag ein bisschen verarscht. Und ich weiß nicht, ich finde es ja nicht schlimm. Es ändert ja nichts am Spielgeschehen. Warum können sie aber nicht einfach ehrlich sein? Warum wollen Leute da gleich so übertreiben? Warum wollen sie gleich sagen, das ist, ja, guck mal, du kannst, als ob du wirklich selbst das wärst, wo ich denke, ja, aber weiß ich nicht. Es kommt doch irgendwann sowieso raus. Ja, klar.
Ich fand es ein bisschen enttäuschend, was die PlayStation 3 da im Gegensatz zur Xbox gemacht hat. Das ist ja im Prinzip nur ein Wii-Klon. Oh ja, die Move, ja. Ne, dieses... Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich dachte mir, die können eigentlich mehr. Ich fand es traurig, wie sie so getan haben, als ob das was Neues wäre. Das fand ich albern. Also so richtig ein bisschen sehr peinlich, dass sie so gesagt haben, endlich nicht mehr Controller in der Hand. Und dann, okay, hatten wir vor ein paar Jahren schon. Das ist jetzt ein bisschen nicht mehr so aktuell. Und sie tun so, als ob sie die geilsten Stecher der Welt wären. Und das fand ich ein bisschen peinlich. Aber ist ja gut. Man nimmt ja auch Sachen, die es schon gibt, und verbessert sie. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das sage ich auch immer. Die Nintendo gibt dir was, eine tolle Idee, aber kacke. Nintendo ist ein bisschen Stephen King in der Videospielszene. Sag ja immer, Stephen King schreibt gut, aber er hat immer nur eine Idee und weiß aber nicht, wie er die umsetzen soll. Und schreibt dann einfach nur ganz, ganz viel. Kennst du Stephen King? Nicht wirklich. Ach so, ist ein Horrorautor. Ja, und so insofern schon, aber ich habe jetzt kein Buch von ihm gelesen. Ach so, ich habe immer nur die Kurzgeschichten, weil er hat gute Ideen, aber er verpackt sie scheiße. Und das gleiche bei Nintendo auch. Sie haben eine tolle Idee und alle, hey, das gab's wirklich noch nicht. Und dann ist man so enttäuscht. Die Hardware nicht, die Unterstützung nicht. Und die stellen sich da vorne hin und holen sich dann auf der Bühne einen runter von über sich selbst, weil sie denken, sie sind die Geilsten. Und man denkt sich nur so, komm mal runter, Nintendo. Würdet ihr jetzt sagen, das ist, wir haben geile Grafik und guckt mal, wie preiswert und guckt mal, was wir alles einstecken, wir sind geiler als alle anderen, dann würde ich sagen, Respekt. Aber sie bringen immer nur irgendetwas wieder, was enttäuschend ist. Und das gleiche auch bei 3DS. Ich habe mich so darauf gefreut, und was kommt? Einfach nur ein DS mit 3D und dann wieder nicht entspiegelt. Die Steuerung ist nicht so gut, sie haben es nicht perfektioniert. Das ist so traurig. Ich war das allererste Mal, dass ich mir eine Konsole von Nintendo, bis auf N64 habe ich gehasst, nicht sofort geholt habe. Den DS damals habe ich mir aus Amerika geholt, die allererste Auflage. Und ich fand es so toll und habe gesagt, ich brauche den 3D, den Lite nicht. Und danach noch den, wie heißt der i, ne, und so. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ach, brauche ich nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, beim 3DS warte ich, bis die bessere Version rauskommt, weil ich will mich hier wieder verarscht fühlen. Das ist ja überall das Problem. Ich meine, man sagt ja immer, kaufst du dir heute einen Computer, gibt es morgen einen besseren für einen günstigeren Preis. Ja, das ist die Entwicklung, ja. Und das Ding ist, ich sitze jetzt immer noch mit meinem normalen Nintendo DS, nicht mal Lite und so, aber ich würde schon sagen, so ein 3DS klingt ganz gut. Was ist denn da jetzt wieder nicht so gut? Also, du hast jetzt schon ein bisschen genannt, aber was ist der 3D-Effekt an dem Ding genau? Der 3D-Effekt ist endlich mal etwas, woran sie, also es ist jetzt, wie soll man das jetzt sagen, es sind zwei Bilder, die links und rechts sind, also wie im Kino, bloß nicht wirklich. Im Kino ist es ja so, dass links und rechts abwechselnd gezeigt wird, ne? Also so Shutter-Effekt. Und beim 3DS ist es sowieso die alten Bilder. Kennst du vielleicht diese alten Bilder, die so eine Oberfläche, so eine raue Oberfläche haben? Und wenn du sie, wenn du sie nach links oder rechts drehst, kommt ein anderes Bild. Und dann bewegst du sie ganz schnell hin und her und dann hast du eine Bewegung. Eine 3D-Bewegung. Und das ist der 3DS. Bloß halt, der hat zwei übereinander. Und haben sie so gesagt, damit es nicht stört, haben wir auf dem oberen Bildschirm kein Touchscreen. Nein, Nintendo, sag doch ehrlich, es geht nicht, weil da schon zwei übereinander sind, zwei Bildschirme. Der Bildschirm hat auch nur eine super gute Auflösung und Framerate, wenn du abschaltest, weil nur dann schafft er es, mit dem einen Bildschirm das alles darzustellen. Wenn du beide anmachst, die 3D-Effekte sind beide übereinander an und er schafft es nicht. Das heißt, die Qualität wird schlechter. Und das hasse ich einfach, dass sie das so hindrehen, als ob das was Tolles wäre. Und eigentlich denkt man sich nur so, eigentlich werden wir verarscht. Du darfst dich auch nicht bewegen. Ich finde es toll, dass ein Gyrosensor drin ist. Also die Bewegung wird dargestellt. Der wird aber fast nicht benutzt, weil wenn du nicht richtig gucken kannst, wenn du nicht richtig raufgucken kannst auf den 3DS, dann verschwimmt das Bild. Und dann sagen die wirklich in der Anleitung, glaube ich, war das, am besten schaltet ihr dann den 3D-Effekt ab. What the fuck? Ich meine... Und die Grafik ist auch wieder nicht so toll. Ich habe mich so darauf gefreut, habe gesagt, jetzt bauen sie uns richtig. Und dann gibt's nicht mal Anti-Aliasing da, dieses, um die Ecken und Kanten rauszuhauen. Das heißt, sie haben schon wieder an der Performance gespart.
Und ich habe mich so auf dieses Kid Icarus-Spiel, ne? Und da waren ja so tolle Bilder am Anfang. Und habe ich das erste Video gesehen und gedacht, oh mein Gott, es ist natürlich nicht mehr so Pixel-Hell wie in DS. DS hat richtig hässliche Pixel. Aber es ist wieder nicht schön. Du siehst, ich hasse das ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei 3D-Spielen, wenn überall dieses flackernde Kanten zu sehen sind. Weißt du, was ich meine? Nicht direkt. Das wenn die nicht abgerundet werden, wenn es nicht angepasst wird, dann sieht man überall diese Ecken und... Ja, okay. Und das ist super eklig. Und deshalb bin ich immer so sauer, dass ich in meinem schlechten Computer Anti-Aliasing hier nicht anmachen kann, ohne dass es gleich extrem in den Keller geht alles. Aber wenn ich es schaffe, mache ich es an, weil ich es wirklich eklig finde. Und ich finde... Oh, ich bin so ein Idiot. Und ich finde einfach, der 3DS ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass sie es viel besser hätte machen können und damit alle mal zeigen können, wir haben es noch drauf. Und auch mit der Wii U. Ich bin überhaupt nicht gehypt, weil ich jetzt schon weiß, dass sie nennen es Wii U. Das ist nicht eine neue, das ist einfach nur so ein Upgrade, das sie bestimmt in den Sand setzen werden. Die Wii und die Nintendo hat immer super Spiele im Angebot. Das heißt, ich kann es nicht hassen. Nur, ich habe immer das Gefühl, vielleicht kennst du das, du spielst ein Spiel. Das ist so ein bisschen wie bei Wonderful Life gewesen, Harvest Moon. Du spielst ein Spiel und denkst dir, die hattet so viel Potenzial und ihr habt es versaut. Oh, das erinnert mich jetzt gerade an Wii Music. Hast du das mal gespielt? Oh ja, hab ich meinem Bruder gespielt, ja. Aber wir haben irgendwie nicht geschafft, neue Sachen freizuschalten und dann war ich gelangweilt. Na, das Ding daran war irgendwie, es war eine tolle Idee, also Instrumente spielen für jeden, aber es war irgendwie überhaupt keine Innovation. Es ist einfach nur im richtigen Moment eben den Wii-Controller nach unten hauen. Ja. Und dann spielt sich das Lied auch schon und dieses Improvisieren funktionierte meiner Meinung nach überhaupt nicht oder ich habe es nicht hingekriegt. Ja, genau, das habe ich auch ein bisschen gesagt. Also da spiele ich lieber dieses bei der einen, kennst du Raging Rabbits? Ja. Von Rainbow. Und dieses Minispiel-Teil, wo man Musik spielt, wo auch Britney Spears und sowas gibt, das habe ich so viel lieber gespielt mit meinem Bruder, weil es einfach so, es ging genau so, wie man gespielt hat. Das war so Guitar Hero ähnlich, oder? Ja, auch. Du konntest mehrere verschiedene Sachen. Das ging nach Schwierigkeit und du konntest entweder nur den Hintergrundtakt machen, du kannst aber auch wirklich schwer die Gitarre nehmen und du hattest wirklich Einfluss. Das heißt, wenn du scheiße gespielt hast, hörte sich scheiße an. Ich hab's geliebt. Und Wii Music war wirklich irgendwann so, auch diese Mies hasse ich so sehr. Muss ich zugeben, ich finde die so hässlich und so dumm und sie halten so daran fest und man denkt sich so, du hast nicht mal viele Möglichkeiten, die Mies also so richtig schön neu zu machen. Also die Sims haben viel mehr Möglichkeiten und die Mies sind so nervtötend, wenn sie dann irgendwie in einem Spiel plötzlich auftauchen, weil sie passen nie. Also es gibt ja dieses My Sims, ne, diese niedlichen Spiele. Und die sehen ja noch einigermaßen knuffig aus. Aber, oh, die Mies. Und die wollen sie jetzt auch noch weiterbringen auf die Wii U, wo ich einfach denke, warum? Welche Leute werden da angesprochen, ey? Ugh. Da gefallen mir die Avatare auf der Xbox deutlich besser. Ich meine, es sind auch nicht perfekt und jeder gleicht dem anderen, aber es ist... Du hast recht, sie sehen nicht so billig aus. Da hast du genau recht. Man hat einfach das Gefühl, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten hat man denn da zu verändern und so? Es ist jetzt nicht so wie bei Sims, wo du wirklich so Riegel hast, wo du alles verändern kannst, aber du hast so, was weiß ich, 6 Seiten, 6x6 Auswahlmöglichkeiten von Nasen oder so. Jetzt lass mich nicht übertreiben. Es sind auf jeden Fall mehr als auf der Wii, wo das im Prinzip auch nur Striche sind, die deinen Charakter geringfügig verändern. Ja. Es ist halt am Schluss ein anderes 3D-Modell. Im Prinzip sind diese Mies, ja, immer das gleiche. Ein so ein Kopf, ein so ein Bauch und zwei Hände, die da rumflattern, wie bei Rayman. Und schlussendlich bemalst du ihn ja nur. Du kannst ein bisschen mit der Größe und sowas, du kannst hässliche Monster erstellen, aber ansonsten richtig verschiedene Menschen nicht. Es gibt ganz interessante Dinge, wo sie im Internet da einem zeigen, wie baut man ein Hai oder sowas. Und dann sieht das echt aus wie ein Hai, aber ich will kein Hai, ich will eigentlich mich darstellen. Genau, ich habe auch nur rumgespielt. Aber ja. Und die und auf der Xbox ist es dann einfach mies, aber in gut. Ja, es zeigt irgendwie, wie es besser geht. Ja. Und deshalb, ich finde einfach, Nintendo sollte da mal ein bisschen
von ihrem hohen Ross runterkommen und dann einfach jetzt, wenn die Wii U rauskommt, sagen sie, das ist besser als die PlayStation 3. Die PlayStation 3 gibt es aber auch schon sehr lange. Das ist keine große Errungenschaft mehr. Ihr müsst besser sein, dass wenn nächstes Jahr die neue Xbox oder sowas rauskommt, dass ihr immer noch besser seid als die. Ich meine, macht doch mal was. Aber nein, wir brauchen das nicht. Wir wollen ja trotzdem. Und dann, wenn es wenigstens preiswerter wäre. Nein, die PlayStation 3 war viel zu teuer. Und die Wii, das dauert immer ewig bei Nintendo, bis das mal runtergeht. Mit 3DS jetzt. Endlich sind sie runtergegangen. Ich warte immer noch. Ich meine, ich muss es mir irgendwann holen. Ich hoffe jetzt darauf, auf eine Ankündigung, dass jetzt Anfang nächsten Jahres oder zur Weihnachtszeit eine neue Version kommt. Weil ich will Kingdom Hearts spielen. Kingdom Hearts 3D. Mhm. Aber trotzdem, ich bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Bock auf die Konsole, weil es keine Spiele gibt, also so gesehen. Okay, das war's für diesen Part. Wir haben uns ein bisschen aufgeregt über Konsolen. Ich habe mich über Nintendo aufgeregt. Das ist ein bisschen so, als ob du jemanden sehr lieb hast und der macht nur Scheiße, weißt du? So ein bisschen. Dann denkst du ja, so, ja. Irgendwann kann ich ihn nicht mehr lieb haben. Irgendwann muss ich dich erschießen, Bello. Wenn du die ganze Zeit den Postboten beißt und dann, naja. Aber Mutter hat ja mit Postboten rumgemacht und vielleicht wollte Bello da nur ein bisschen Acht geben. Weil Bello ist ein Familienhund, ne? Der passt auf, kennst du ja, ne? Ja, klar. Bello hat dich ja auch schon gebissen. Immer. Ja, Hände weg von meiner Mutter. Just saying. Okay, dann verabschiede ich nochmal. Alles klar, tschüss. Und bis zum nächsten Tag. Ciao.